Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Im Kampf mit Ciri mal wieder. Ich bin ja jetzt nicht so der allergrößte Ciri-Fan. Ich habe schon wieder vergessen, wie man die Scheiße benutzt. Sturmangriff, Blitzangriff, Amulett von Triss. Ich habe legitim schon wieder alles vergessen. Du hättest den Burgfried auf deinem Hintern sitzen bleiben sollen. So wie ausgemacht. Mhm. Wer hätte dann deinen gerettet? Was sollen wir jetzt eigentlich machen? So, wir sollen offensichtlich einfach erstmal wieder das Tor aufmachen, stimmt. Wo sind eigentlich unsere Freunde? Wir müssen ihnen das Tor aufmachen. Ja, wie geht das? Also da. Eskel hat das Tor aufgemacht. Wir können uns dahinter zurückziehen. Rückzug! Wo waren die beiden? Nicht hier draußen sein. Zu spät jetzt. Sie kommen durch die Lücken rein. Die Meritium-Bomben. In den Kisten bei den Mauern sind noch mehr. Danke für zwei, Bruder. Geralt, halt sie auf! Das tue ich. Verwendet die Meritium-Bomben oder das Irrenzeichen. Scheiße! Ah, fuck. Sie kommen durch der Wallers Lücke rein. Die haben wir geschlossen, Freunde. Junge! Ich habe doch gerade. Oh, ich habe maximale Vergiftung ausnahmsweise mal. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Au! Fuck, Fall. Meine Fresse, falsch ist die ganze Zeit. Servus, mein Freund. Achso, ich habe nur ein Portal geschlossen. Das ist ein Schmutz, ey. Ich habe leider keine Ahnung, wie man die Meritium-Bomben verwendet. Doch, da. Nee, wollte ich das machen, danke. Hä? Junge! Bin ich zu dumm, das zu... Warte, Moment. Du hältst sie sowieso nicht auf. Schon unterwegs. Nein! Au! So, und jetzt lass mich bitte erstmal zum Haupttor. Ich wollte hier eigentlich erstmal alle platt machen. Der Bastard will durchbrechen und reinkommen. Damit wir jetzt entspannt laufen können. Ich komme doch schon. Nein, tun sie nicht.
dich nicht im Stich lassen. Ihr Menschen seid einfach so unpraktisch veranlagt. Ciri, nein! Tu's nicht! Ich verbiete es dir! Du warst schon als Kind so widerspenstig. Das mochte ich an dir. Flieh jetzt! Ich war zu spät, um ihm zu helfen. Das ist nicht deine Schuld.
Ich hätte nicht hierher nach Kaer Morhen hinfliehen sollen. Avalach ist schwach, aber er lebt. Triss kümmert sich um die anderen. Ich hätte euch fast umgebracht. Euch alle. Ohne dich wären wir alle tot. Nein, Geralt. Die Jagd wäre nie nach Kaer Morhen gekommen, wäre ich nicht hier gewesen. Vesemirs Begräbnis. Wir sollten es vorbereiten. Quäl dich nicht. Kein Hexer stirbt je in seinem Bett. Du weißt nicht, wie das ist, Geliebte sterben zu sehen. Wegen dir. Für dich. Alle wussten, worauf sie sich einlassen. Ja. Und ihr habt mich gerettet. Für eine Woche? Zwei? Wir verstecken dich, Tarnenspuren. Nein. Ich fliehe nicht mehr. War fehl. Für die, die übrig bleiben, darf der Tod nie Vorrang vor dem Leben haben. Zollt eurem Freund den letzten Respekt, dann müssen wir beraten. Okay. Woran denkst du? Kaer Morhen. Ich kann mir den Ort nicht ohne Vesemir vorstellen. Ich ziehe bald das Tal hinunter. Dann suche ich mir was anderes zum Überwintern.
Ich verstehe dich. Werd mein Glück in Lormark versuchen. Wo es Krieg gibt, gibt es Arbeit. Danach, mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Wolf. Bisschen plötzlich, dass sie sich jetzt verabschieden. Aber es hat jetzt für mich keinen Sinn gemacht, lore-technisch die zum Bleiben zu überreden. Ich verstehe absolut, dass mit Vesemir Kaer Morhen tot ist. Ich wusste übrigens nicht, dass er stirbt. Ich frage mich gerade, ob noch andere gestorben wären, wenn wir nicht einige Hilfe gehabt hätten. Hey. Danke. Also bitte. Sie war mir auch anvertraut. Und die Alten sollen ja nur den Jungen helfen. Du weißt, dass der Kampf damit kaum vorbei ist. Ich weiß. Was immer du jetzt vorhast, denk dran, dass du in Skellige Leute findest, die dir helfen. Mich, Krach, seine Kinder. Danke, ich werde dran denken. Ich sehe noch mal nach den Verwundeten, aber ich muss bald los. Ich lasse euch ein paar Medikamente da. Möge es dir wohl ergehen, Moisak. Bis zum nächsten Mal. Löst sich jetzt hier aber sehr schnell auf. Kann ich speichern? Ich werde mich immer an deine Lehren erinnern und an dein Opfer. Und? Erzähl. Jetzt kann ich sagen, ich habe alles gesehen. Ich glaube immer noch nicht alles, was passiert ist. Ihr habt euer Leben für mich riskiert. Wie kann ich euch danken? Wir denken uns was aus, nicht wahr? Auf jeden Fall. Was habt ihr vor? Wir gehen nach Novigrad und kämpfen den nächsten Kampf. Wenn du uns vermisst, such uns im Feldlager. Ich möchte anmerken, dass ich euch auch den Arsch gerettet habe, aber okay. Mit Lamia haben wir... noch nicht gerettet. Danke für alles, was du für mich und für Ciri getan hast. Darf ich ehrlich sein? Hätte ich gewusst, was hier passiert, wäre ich nie in die Nähe von Kaer Morhen gekommen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, aber ich werde gehen, sobald Lambert sich besser fühlt. Passt auf euch auf. Und danke noch einmal für alles. Ich wollte eigentlich mit Lambert reden. Können wir reden? Worüber? What the fuck? Nee, möchte ich jetzt nicht. Bruder, das passt ja überhaupt nicht. Da hat irgendwer was ganz falsch gemacht. Schau mal. Da bist du. Verdammt schade um Vesemir. Es tut mir so leid. Danke für deine Hilfe. Ich hatte noch eine Schuld offen. Du gehst direkt zurück nach Skellige? Es wäre nicht recht zu trödeln. Der Krieg gegen die Schwarzen wartet nicht. Du kannst dich auf mich verlassen, weißt du? Immer. Ich weiß. Danke. Cooler Typ, auch wenn er komplett nutzlos war. Er hat legitim gar nichts gemacht. Also er halt Uwe. Wir sprechen noch mit Soltan. Du willst wissen, wie ich mich fühle? Danke, nicht schlecht. Das ist gut. Ah, schrecklich, das mit Vesemir. Ich weiß, ihr standet euch nahe. Danke, das stimmt. Hör mal, ich will meinen Bart nicht in fremde Angelegenheiten stecken, versteh mich nicht falsch. Ich will helfen, was immer du entscheidest, aber für meine Begriffe brauchen wir einen Gegenangriff. Wir müssen die Jagd und Eridin finden und auf sie losgehen, wie der Bulle auf die Kuh. Well, so einfach ist das leider nicht. Wir können sie nicht finden, sie uns aber jederzeit. Sie können uns überraschen, wann sie wollen. Vergib mir, Geralt, aber das ist doch das Gerede eines Mannes, der einen tragischen Verlust nicht überwinden kann. Trink darüber, schlaf darüber, was auch immer, aber reiß dich zusammen und überdenke die Dinge. Das mache ich, Sultan. Die ersten Worte, die hier mal ein bisschen in meinen Augen in die richtige Richtung gehen. Ich würde aber sagen, mit diesem Bild verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und
Tschüss.